lassen die Tür offen, gell, wie letztes Mal auch. Der frische Wind tut uns ganz gut. Genau, das Grundvertrauen in die Luft. In die ganze Zeit. Ja. Psst, es geht los. Und es ist draußen etwas schwül. Wir machen das weil, wegen der Frischluft. Ja, es geht los. Fangen wir an. Ja, herzlich willkommen, liebe Damen und Herren hier im Saal und herzlich willkommen, liebe Gäste am Livestream, die am Computer sitzen und remote teilnehmen können über online. Ich freue mich sehr, also es ist ja unglaublich, wir arbeiten am letzten Schultag noch, Freitagabend, ja, also ein protestantischeres Arbeitsethos gibt es überhaupt nicht, als wir hier aufbieten. Aber es war ja so viel ausgefallen in dem Jahr und deshalb ist es, kann man das ganz gut noch haben, so einen Termin ganz kurz vor den Sommerferien. Mein Name ist Jutta Höcht-Stör, ich leite die Stadtakademie und unser Gast ist heute Professor Gunter Wenz, zum dritten Mal in diesem Semester. Und wir haben eine kleine Reihe aufgesetzt, Bilder vom Anfang und vom Ende. Es geht darum zu schauen, was ist in der biblischen Mythologie, in der biblischen Bildsprache, in der theologischen Denkweise, aber auch in anderen Religionen über den Anfang und das Ende unserer Welt und des persönlichen Lebens gedacht worden und warum kommt man auf so Figuren wie eine Schöpfung oder ein Reich Gottes oder eine Hölle oder ein Purgatorium oder eine Apokalypse. Also diese ganzen Hardcore-Begriffe der biblischen Tradition greifen wir auf und versuchen durch gedankliche Arbeit, die macht er, herauszuarbeiten, welche Funktion haben eigentlich solche Denkfiguren für das menschliche Leben? Also die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern Menschen haben durch Nachdenken diese Figuren entwickelt. Und die Frage ist, sind sie, auch wenn sie aus alten Zeiten stammen, aus vormodernen Zeiten, immer noch sprechend auch für uns? Und geben sie uns was zu denken, was wir nicht aufgeben können, ohne wichtige Fragen zu verlieren? Heute Abend geht es um die Apokalypse, das Ende unserer Welt. Und den biblischen Befund und den theologischen wird der Professor Wenz selbst machen. Aber ich will mal so ein bisschen anteasern, es gibt ja enorm viele Hollywood-Filme, die von Apokalypsen erzählen. Also ein Thema, was das heutige Kino ganz stark beschäftigt. Apocalypse Now war der Film 1979 von Francis Ford Coppola, der den Vietnamkrieg thematisiert hat. Also der Vietnamkrieg, dieses Desaster als eine Apokalypse beschrieben hat. Dann gab es einen Film 1983, der hieß The Day After. Das war ein Film über den Atomkrieg und was eigentlich am Tag nach der Atomexplosion passiert. Dann gab es einen Film, The Day After Tomorrow, das klingt ganz ähnlich, war aber später, war 2004, Roland Emmerich. Das war ein Film über eine Klimakatastrophe, eine weltweite, mit unglaublichen Bildern der Flutung Manhattans. Also Sie merken schon, jede Zeit erfindet oder findet, nicht erfindet, findet ihre eigenen Bilder vom Weltuntergang, die auch immer mit der Gegenwart zu tun haben. Die jüngsten Filme, da war eine Contagion, also Ansteckung, und da ging es um ein Virus, was quasi die ganze Weltbevölkerung bedroht hat. Das war 2011, der Zeit ein bisschen voraus. Und einer der jüngsten, Lars von Trier, der große Melancholiker, mit dem Film Melancholia, wo ein Planet, ein Komet auf die Erde stürzt und wirklich stürzt. Also es gibt kein Happy End in diesem Film von Lars von Trier, bei ihm nie. Jetzt aber, ich habe das nur erzählt, um nochmal zu sagen, wie zeitgenössisch die Bilder von Apokalypsen sind. Also es ist nichts, was der vergangenen Zeit angehört, sondern jede Zeit stellt sich nochmal vor, wie die eigene Welt zugrunde gehen könnte. Und wir beginnen jetzt aber richtig philosophisch, theologisch mit der Frage, wo kommt der Gedanke und das Bild der Apokalypse her und wie hat es sich entwickelt und was ist die Denknotwendigkeit an diesem Begriff? Warum kam es zu dieser Gedankenfigur? Professor Wenz, bis 2014 oder 15, ich glaube 15, gell? Professor an der LMU, wissen Sie auch nicht mehr genau. Okay, das war fließender Übergang. Ruhestand gibt es ja nicht mehr. Professor für Fundamentaltheologie und Ökumene an der Ludwig-Maximilians-Universität und heute hat er seine Herberge bei den Jesuiten in der Hochschule für Philosophie
und beschäftigt sich mit dem Nachlass Wolfhard Pannenbergs, aber auch mit vielen anderen Themen. Und ich freue mich sehr, dass wir Sie als regelmäßigen Gast hier haben, weil es macht einfach Spaß, mit Ihnen diese theologischen Fragen zu durchdenken. Allen, die jetzt am Computer zu Hause sitzen, Sie können über den Chat Fragen stellen und Hilaria Lukmele und Nuno Wong, die hier vorne im Studio bei uns sitzen, werden mir diese Fragen dann noch einspielen, sodass Sie sich auch an der Diskussion beteiligen können. Sie sollen da nicht ausgeschlossen sein. Herzlich willkommen, jetzt starten wir. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ich danke für die freundliche Begrüßung. Frau Höchststür, begrüße Sie sehr herzlich, begrüße die Herren und Damen, die am Livestream zuschauen, und beginne jetzt mit einem Sprüchlein, das ich schon mal zitiert habe, das ich im Konfirmandenunterricht gelernt habe, in des alten Bundes Schriftenmerke an der ersten Stelle, Mose, Josua und Richter, Rut und 2 von Samuel. Und jetzt könnte es weiter durch das Alte Testament und das Neue Testament vortragen, damit es dann alle biblischen Bücher präsent hätten, aber ich erspare Ihnen das und sage nur noch das letzte Sprüchlein. Endlich schließt die Offenbarung das gesamte Bibelbuch: Mensch, gebrauche, was du liesest, dir zum Segen, nicht zum Fluch. Endlich schließt die Offenbarung das gesamte Bibelbuch. Was ist das für Offenbarung? Die Offenbarung des Johannes, und die wird in der Regel die Apokalypse des Johannes genannt. Damit möchte ich beginnen, Ihnen diesen Begriff Apokalyptik etwas näher zu bringen. Und ich frage jetzt nicht nach dem gegenwärtigen Gebrauch dieses Begriffs, sondern frage, wo die so bezeichnete Bewegung ihren Sitz im Leben und ihren Ursprung hat. Das wird der erste Teil meiner Ausführungen sein. Im zweiten will ich dann den Titel aufgreifen und versuchen, den Titel etwas näher zu verstehen. Apokalyptik als Neuschöpfung, Reset der Schöpfung. Was soll das eigentlich heißen? Welche Assoziationen kann man damit verbinden? Und wie sind sie nach Maßgabe der jüdisch-christlichen Tradition zu beurteilen? Das wird der zweite Teil sein. Und einen Skopus dieses zweiten und dieses ersten Teils will ich schon benennen. Es ist charakteristisch für die jüdische Denkungsart, sich an einer irreversiblen, unumkehrbaren, auch unwiederholbaren Verlaufsform zu orientieren, also dem, was man Geschichte nennt. Sei es die individuelle Lebensgeschichte, unsere Biografie, sei es das, was dann die Menschheitsgeschichte insgesamt genannt wird, sei es dann vielleicht auch, um den kosmologischen Horizont ins Auge zu fassen, die Weltgeschichte als Geschichte auch der Natur. Also das jüdische Denken ist gerade unter apokalyptischen Bedingungen ein Geschichtsdenken. Das hat etwas zu tun mit dem, worauf wir auch noch zu sprechen kommen müssen, dass ich in der Apokalyptik die Vorstellung einer leibhaftigen Auferstehung ausprägt. Dass man sich im Unterschied zum antiken, im griechischen Raum vor allem begegnenden Seelengedanken, eschatologisch primär an der Vorstellung einer leibhaften Auferstehung der Toten orientiert. Was der Leib mit der Geschichte zu tun hat, das will ich dann an einem speziellen Beispiel, auf das sich Ihr Interesse schon ein paar Mal konzentriert hat, jedenfalls derer, die in den vergangenen Sitzungen da waren, das Purgatorium. Eine Sonderlehre des Katholizismus, könnte man sagen. Die Orthodoxen lehnen es ab, die reformatorische Tradition hat es auch abgelehnt, aber doch ganz signifikant für dieses zentrale Problem, welche Rolle der Leib im eschatologischen Zusammenhang und mit ihm die Geschichte spielt. Zugleich gibt die Vorstellung vom Fegfeuer, die ich aber erklären will, einen Hinweis darauf, wie man in der Tradition sich die individuelle und die universale Eschatologie, die individuellen Endzeitvorstellungen und die universalen Endzeitvorstellungen in Beziehung zueinander gesetzt hat. Und das soll dann viertens unser Thema sein, welche universalen Aspekte beinhaltet die Vorstellung einer Endzeit, was soll mit der Welt in ihrer Gesamtheit geschehen, und als Spezialfrage drängt sich dann auf,
Ist es nur ein Geschehen, das die Menschen betrifft oder am Ende auch die Tiere, die Pflanzen und möglicherweise gar die anorganischen Entitäten? Also vier Themenbereiche. Zunächst eine terminologische Erklärung der Begriffe Apokalypsis, Apokalyptik. Dann eine Näherklärung unseres Themas Reset der Schöpfung, Apokalyptik als Neuschöpfung. Drittens das Leib-Seele-Problem, das wir ja schon verhandelt haben, aber diesmal exemplifiziert an der Vorstellung des Purgatoriums, also eines vorendzeitlichen Reinigungsprozesses. Und schließlich die Frage, was geschieht mit der Welt, mit welchen Vorstellungen vom Weltuntergang, von der Annihilatio Mundi, von der Nichtung der Welt oder vom Fortbestand derselben haben wir von der Tradition her zu rechnen. Der Apokalyptikbegriff. Apokalypsis ist ein griechisches Wort und Apokalypse und Apokalyptik ist wie so vieles dem Griechischen entlehnt ein Lehnwort aus dem Griechischen. Was heißt Apokalypsis? Auf Lateinisch Revelatio, das was enthüllt wird. In der Regel dann übersetzt mit Offenbarung. Apokalypsis ist ein Begriff, der im Neuen Testament häufig vorkommt und immer so viel bedeutet wie Offenbarung, Enthüllung von Sachverhalten, die bislang verhüllt und im Verborgenen waren, nun aber manifest und offenbar geworden sind. Die zentrale Apokalypsis, von der das Neue Testament berichtet, ist das österliche Ereignis der Auferweckung und Auferstehung des Gekreuzigten. Darauf konzentriert sich die terminologische Verwendung dieses Begriffs Apokalypsis. Das hat mit der Apokalyptik und mit der Apokalypse zunächst mal nur bedingt zu tun. Aber dieser Begriff Apokalypsis wurde dann freilich erst im 19. Jahrhundert verwendet, um eine bestimmte Bewegung im Judentum namhaft zu machen, die sich dadurch auszeichnet, eine Gattung von Apokalypsen, eine Traditionsbewegung in Szene gesetzt zu haben, die man die Apokalyptik nennt. Und darüber will ich jetzt kurz sprechen und vor allem darauf abzielen, was eigentlich das Grundmotiv der Ausprägung dieser Bewegung war, die eine charakteristische Eschatologisierung der jüdischen Traditionsbestände mit sich brachte. Also eine spezifische Orientierung an Endzeitvorstellungen und zunächst vor allem in universalgeschichtlicher Hinsicht. Ich will ein bisschen das repetieren, was ich schon mehrmals angesprochen habe. Was ist eigentlich die ursprüngliche Einsicht des Judentums? Da haben wir drei Punkte benannt. Der erste, ein Gott. Auch das hat in der israelitischen Tradition eine Weile gedauert, bis man diesen strengen Monotheismus ausgeprägt hat. Am Anfang steht eher ein Polytheismus, eine naturreligiöse Orientierung, die hinter jedem eigentümlichen Phänomen Gottheit walten sieht. Also in Israel war nicht am Anfang der Monotheismus gestanden, sondern wie im kananäischen Umfeld ein naturreligiös orientierter Polytheismus. Erst allmählich hat sie dann sowas ausgeprägt, was man Monolatrie nennt, nämlich dass die Existenz anderer Gottheiten nicht grundsätzlich bestritten wurden, aber dass man sagt, verehrt wird nur ein Gott, nämlich Jahwe. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels. Erst im Exil, erst in der nachexilischen Zeit, hat sich dann der prinzipielle Monotheismus ausgeprägt und der ist charakteristisch geworden für die jüdische Tradition, für die christliche Tradition und für die muslimische Tradition. Also für die drei klassischen monotheistischen Religionen. Das ist das Erste. Das Zweite, der eine Gott ist von universaler Zuständigkeit. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde und ist deshalb mit Allmacht ausgestattet. Mit Allmacht, mit Allwissenheit,
mit Ewigkeit oder wie man die Attribute der Gottheit dann im Einzelnen benennen möchte. Er ist jedenfalls von universaler Zuständigkeit, hat keine anderen Götter, aber auch keine anderen Prinzipien neben sich, die konstitutiv für seine Bedeutung wären. Woran könnte man denken, wenn man nicht an andere Götter denkt? Nun etwa an die Materie, aus dem alles erschaffen werden muss. In der altplatonischen Vorstellung der Weltschöpfung ist es der Schöpfergott, der der Materie bedarf, um überhaupt die Welt zustande zu bringen. Die Materie ist also der Gottheit Gottes gleich ursprünglich. Das ist im Judentum, das ist im Christentum und es wird im Islam in Abrede gestellt. Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Mithin auch Schöpfer der Ideen und der Materie. Gott hat in seiner Gottheit und in seiner Schöpfungstätigkeit keine Prämissen, die ihm äußerlich sind. Er schafft voraussetzungslos. Das ist das Zweite. Der eine Gott ist von allmächtiger, universaler Zuständigkeit. Und er ist drittens, und das ist im Judentum das Entscheidende, gerecht. Er definiert sein göttliches Wesen nicht primär über Allmacht, sondern er setzt seine Allmacht, so ähnlich habe ich es beim letzten Mal auch schon formuliert, ganz in den Dienst der Realisierung seiner Gerechtigkeit. Er verschafft dem Gerechten sein Recht und lässt es nicht zu, dass sich der Unrechttuende das Recht nimmt, dem Gerechten sein Recht streitig zu machen. Darin besteht die Gerechtigkeit Gottes und er setzt seine Gottheit daran und seine Allmacht, eben diesen Prozess der Gerechtigkeit zu realisieren. Und jetzt haben wir ein Problem, das haben wir beim letzten Mal auch schon angesprochen. Was ist es denn mit diesem Prinzip? Wird es nicht durch die empirischen Erfahrungen, wird es nicht durch unser Selbst und durch unsere Welterfahrung eher falsifiziert als verifiziert? Und das führt die jüdische Religion in eine Krise, bis dorthin, dass man an diesem Grunddogma, wie man es genannt hat, der jüdischen Religion zu zweifeln beginnt. Die Alten haben Trauben gegessen, den Jungen werden die Zähne stumpf. Ist das gerecht? Und ist es gerecht, dass der Gerechte Übles leidet, Hiob? Und die Psalmen sind von diesem Problem voll und Kohelet, der Prediger, predigt von dieser Angelegenheit. Hiob habe ich schon genannt. Und hier setzt die apokalyptische Bewegung an, indem sie die Vorstellung und die Traditionsbestände der Überlieferung eschatologisiert, also auf eine Endzeit hin orientiert. Und mögen auch Himmel und Erde vergehen, ich habe es beim letzten Mal schon zitiert, am letzten Ende wird Gott seine Gottheit und mit ihr seine Gerechtigkeit erweisen. Und zwar am Tag des Herrn, am jüngsten Tag, an dem Tag, der das Allerneueste bringen wird und auf den, und jetzt kommt eine entscheidende Zutat, auf den der gesamte Geschichtsverlauf sowohl des Individuums als auch der ganzen Menschheit und Weltgeschichte hingeordnet ist. Jetzt bringe ich ein paar Beispiele für solche apokalyptischen Traditionen. In der Bibel, im Alten Testament, finden Sie sie nur am Rande. Warum? Weil die apokalyptische Bewegung eine vergleichsweise junge Bewegung ist, jedenfalls orientiert an den Zentralschriften des Alten Testaments. Vielleicht am geläufigsten die Daniel-Apokalypse. Lesen Sie mal das Daniel-Buch, da werden Sie in einigen Kapiteln eine ganz charakteristische apokalyptische Tradition finden. Übrigens ist dieser Begriff Apokalyptik erst im 19. Jahrhundert, ich habe es ja schon gesagt, auf diese Bewegung angewendet worden, und zwar von einem Mann, der in der evangelischen Theologiegeschichte eine wichtige Rolle spielte, weil Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher Sendbriefe an ihn, seine Glaubenslehre betreffend, geschickt hat, nämlich der Herr Lücke. Das war ein Neutestamentler und der ist nicht der Vater der Apokalyptik, aber derjenige, der den Begriff der Apokalyptik auf diese von mir jetzt charakterisierte Bewegung angewendet hat. Was kommt in der Endzeit? Nun, die erste Antwort des Daniel ist Gott.
und mit Gott sein Reich und mit dem Reich Gottes die Realisierung seiner Gerechtigkeit. Aber bei Daniel kommt mit Gott auch der Menschensohn von den Wolken herab. Vielleicht haben Sie die Stelle schon mal gelesen. Also eine messianische Figur. Da kann man nochmal illustrieren, was es mit der Eschatologisierung der Traditionsbestände zu tun hat. Wer ist denn eigentlich der Messias, der Maschiach, der Gesalbte? Und wer wird gesalbt im Alten Testament? Der König. Also zunächst ist es der König von Israel, David, die Daviditen. Das sind die Messiasse. Erst als die Angelegenheit sich eschatologisiert, also auf eine Endzeit hin orientiert, weil man mit den real existierenden Königen nicht nur, sondern überhaupt mit der Realität Probleme hat, nämlich die, sie ins Verhältnis zur Gerechtigkeit und Allmacht Gottes zu setzen, wird aus dem Messias eine eschatologische Figur, eine transzendente Figur, eine Figur, die in der Endzeit wiederkommen wird, nicht als ein zweiter Gott, sondern sozusagen als ein Mandatar Gottes, ein Gehilfe Gottes, ein Helfer Gottes, der ihm bei der Durchsetzung seiner Gerechtigkeit dienlich ist. Es heißt ja nicht bei Daniel der Messias, sondern der Menschensohn, aber das ist eine ganz ähnliche Figur. Und wenn Sie das Neue Testament lesen, dann werden Sie diesem Menschensohn-Begriff noch des Öfteren begegnen, auch in Aussagen, die Jesus von sich selbst trifft. Ob er diesen Begriff auf sich selbst angewendet hat, ist zwar historisch strittig, aber Faktum ist, dass die Evangelien dann diesen Begriff, wie er den Messias-Begriff, auf Jesus angewendet haben. Er ist jetzt der Erchomenos. Sollen wir nur auf irgendeinen anderen warten? Nein, er wird kommen und er wird die Rolle und Funktion ausüben, die das Alte Testament dem Menschensohn, dem Messias zugeschrieben hat, der auf Griechisch ja nicht anders benannt wird als Christus, Krio. Krio heißt, ich salbe, und der Christus ist einfach der Messias. Der wird kommen und wird die Gerechtigkeit Gottes realisieren. Das ist die Grundaussage der apokalyptischen Bewegung im Alten Testament. Bei Daniel, bei Tridor Jesaja, also im letzten Teil des Jesaja-Buches, das nicht vom Propheten Jesaja selbst stammt, sondern eben aus der apokalyptischen Tradition und dann in sogenannten pseudepigraphischen Apokryphenschriften zwischen den Testamenten, Baruch, Apokalypse, vierte Esra, das brauche ich jetzt, glaube ich, im Einzelnen nicht aufzuzählen. Es gibt eine ganze Gattung apokalyptischer Schriften, deren Pointe immer dies ist, dass Gott kommen wird, um in seiner Allmacht die unter irdischen Bedingungen Schaden leidende Gerechtigkeit einer definitiven Realisierung zuzuführen. Das ist die Grundaussage dieser Gattung von Apokalypsen und das ist auch ins Christliche gewendet, dann die Grundaussage der Apokalypse des Johannes. Und jetzt füge ich noch was hinzu, das sind Schriften, die am Schreibtisch entstanden sind. Also die sich eines bestimmten Vorstellungsguts immer wieder bedienen, um diese Grundaussage, die ich in ihrer Struktur zu skizzieren versuchte, deutlich zu machen. Vor allem an diesen Vorstellungen des Weltenbrands, des Weltuntergangs, hat sich dann der geläufige Begriff der Apokalyptik orientiert und er wird immer in Anwendung gebracht, wenn es besonders desaströs hergeht. Wenn Nabalm runterfliegt, wenn die Welt durch irgendwelche Fluten oder Pandemien zugrunde zu gehen droht. Das ist aber, lass uns mal so sagen, schon etwas verkommener Begriff von Apokalyptik, der jedenfalls abweicht von dem, was die Grundbedeutung ist. Die apokalyptische Tradition will durch diese Gattung von Schriften, die man Apokalypsen nennt, einschärfen, dass wenn zwar jetzt noch nicht die Gerechtigkeit Gottes
realisiert zu sein scheint, dies am jüngsten Tage, am allerneuesten Tage, am Ende aller Zeiten, am Ende des individuellen und des universalen Menschenlebens, also der Individualgeschichte und der Weltgeschichte, der Fall sein wird. Ich glaube, ungefähr klar. Endzeitorientiert. Jetzt ist die Frage 2. Neuschöpfung, Apokalyptik als Neuschöpfung. Da will ich zunächst mal fragen, was das sein könnte. Es könnte heißen, am Ende beginnt alles dergestalt von Neuem, dass es nochmal anfängt und sich wiederholt. Die Vorstellung wird in der jüdisch-christlichen Tradition abgelehnt. Warum? Weil man meint und zu Recht meint, dass der Verlauf der Geschichte unumkehrbar ist. Dass mithin der Verlauf der Geschichte einmalig ist. Dass der Verlauf der Geschichte individuell ist, unteilbar ist. Dass mithin die Vorstellung einer ewigen Wiederkehr desgleichen und die Vorstellung zyklischer Kreisläufe und Wiederholungen abzulehnen sei. Das hat schon etwas mit dem zu tun, worauf ich hinsteuern will, nämlich mit der leibhaften Verfasstheit des Menschenlebens. Ich habe beim letzten Mal schon gegen eine bestimmte endzeitliche oder eschatologische Vorstellung polemisiert, nämlich gegen die Reinkarnationsvorstellung. Das ist eine bestimmte Vorstellung einer Wiederholung, die aber kombiniert werden kann mit bestimmten Fortschrittsideen. Es wird nicht immer das Gleiche wiederholt, sondern man durchläuft wiederholte Sachverhalte mit einer bestimmten Zielgerichtetheit. Man müsste im Einzelnen dann fragen, wie die Kombination zyklischen Denkens und linearen Denkens im Einzelfall statt hat. Aber die grundsätzlichen Bedenken richten sich dagegen, dass der Leib und mithin die leibhafte Lebensgeschichte des Individuums und auch die leibhafte Geschichte aller Menschen und der gesamten Welt ein irreversibler, nicht auf Wiederholung angelegter Prozess ist, sodass zu sagen ist, das, was im endzeitlichen Zusammenhang Ende genannt wird, ist definitiv. Das Ende ist dergestalt definitiv, dass die Vorstellung eines Neuanfangs im Sinne einer Wiederholung abgelehnt wird. Lass uns mit einem Reinkarnationsgedanken plausibilisieren. Im Hintergrund steht die Vorstellung, dass die Inkarnation, also die Verleiblichung des Menschenlebens, von der Art ist, dass der Leib prinzipiell austauschbar ist. Dass mithin auch das leibhafte Leben seiner Einmaligkeit entbehrt, dass es in gewisser Weise wiederholbar ist, mit welchem Ziel auch immer. Und das wird abgelehnt. Die Vorstellung ist die, dass der Verlauf der Lebensgeschichte, sowohl des Individuums als auch der Welt, unumkehrbar ist. Es könnte nun die andere Vorstellung die sein, dass es weitergeht wie bisher. Auch diese Vorstellung wäre abzulehnen. Denn das Ende ist ein definitives. Immer wieder wird dieser Grundgedanke, jedenfalls in der jüdisch-christlichen Tradition, eingeschärft, weil sonst die Einmaligkeit, die Unwiederholbarkeit, die Individualität des Lebens und auch die spezifische Verantwortung, die mit dem gelebten Leben verbunden ist, unterbestimmt, ja negiert würde. Reset der Schöpfung.
Es könnte sein, dass die Vorstellung die Assoziation hervorruft, nun kehren wir wieder ein in das Uranfängliche. Am Ende wird der Anfang rekapituliert. Es gibt in der Tat in der christlichen Tradition Rekapitulationstheorien vom berühmten Irenäus etwa. Und die Paradiesesvorstellung schließt ja, endzeitlich verwendet, an den Ursprung an. Dennoch ist immer abgelehnt worden, dass die Endzeit identisch sei mit der Urzeit. Warum? Weil sonst der Verlaufsprozess des Zwischen als belanglos betrachtet werden müsste. Ist jetzt der Zusammenhang halbwegs klar geworden? Ich versuche es nochmal, ich schaue jetzt Sie an, ich schaue Sie an, ich schaue Sie alle an. Darauf kommt es mal an, dass deutlich wird, dass die Endzeitorientierung immer mit der Vorstellung der unwiederholbaren Definitivität verbunden ist und dies wiederum etwas zu tun hat mit der unumkehrbaren Verlaufsform des menschlichen Lebens. Von einem Anfang auf ein Ende hin. Und zwar so, dass dieser Verlauf ein einmaliges Geschehen darstellt, das individuell ist, sowohl im Hinblick auf den Einzelnen als auch auf die Menschheitsgeschichte insgesamt und nicht dem bloß immer seienden Ausdruck verleiht, also dem, was gegebenenfalls schon uranfänglich war, sondern ein wirklicher Fortschritt, sei es im Guten, sei es im Bösen, darstellt, sodass das, was die Wahrheit ist, nicht unmittelbar identifiziert werden kann mit dem, was am Anfang war. Vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen verfranst, aber ich hoffe, dass ich die Pointe rausgestellt habe. Jetzt kommt ein drittes ins Spiel. Und das will ich am Purgatorium, am Fegfeuer verdeutlichen. Die Griechen legen uns die Vorstellung nahe, dass der Endzustand des Lebens rein seelischer ist. Die Seele, das, was dem Ich seine Identität im Innersten gibt, ist als leiblos zu denken. Und weil als leiblos, auch als weltlos zu denken. Erinnern Sie sich nochmal an das, was ich über den Tod des Sokrates gesagt habe. Opfert dem Aeskulap, dem Gott der Heilkunst, einen Hahn. Warum? Weil er mich jetzt vom Desmoterion, des Psyches, vom Gefängnis der Seele befreit hat. Und was ist das Gefängnis der Seele? Das Gefängnis der Seele ist nach Maßgabe dieser Vorstellung der Leib, das leibhafte Leben und mit ihm die materielle Welt. Der Grieche hat, was man gar nicht vermuten möchte, der antike Grieche hat eine elementare Reserve gegenüber der materialen Verfasstheit des Daseins. Weil der Leib, weil die materielle Welt eine Sperrigkeit darstellt gegenüber der Reinheit der Seele. Insofern ist das eigentliche Ziel, dass die Seele loskommt vom Leib und mit dem Loswerden des Leibes auch die Welt loskriegt. Und dagegen hat die jüdisch-christliche Tradition immer Protest angemeldet, obwohl es auf der anderen Seite dann den Seelengedanken rezipieren konnte. Aber rezipiert immer unter einer Voraussetzung, dass der Mensch keine reine Seele, keine bloße Seele ist, sondern eine psychosomatische, leibseelische Differenzeinheit. Und weil man darauf insistiert hat, hat man den Leib auch in eschatologischer Hinsicht immer mit der Seele in einem Zusammenhang zu denken versucht. Das will ich jetzt an der Purgatoriumsvorstellung verdeutlichen, um über die dann zu universalgeschichtlichen, endzeitlichen Vorstellungen spezifischer Art fortzuschreiten.
Ich zitiere kein katholisches, sondern ein evangelisches Gesangbuchlied. Auch das habe ich beim letzten Mal schon angesprochen. Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen. Die Seele mein ist der innere Kern meiner Selbst. Das, was ich als ich bin, was meine Selbigkeit gewährleistet. Und genau das ist die Pointe des Seelengedankens. Der Seelengedanke soll die Selbigkeit und die Identität der Person gewährleisten und er soll sie über den Tod hinaus gewährleisten. Ob man deshalb dann die Seele als eine Substanz denken muss oder was weiß ich, ist eine andere Frage. Man könnte ja die Vorstellung so pflegen, dass man sagt, Gott gewährleistet der Seele ihre Identität über den Tod hinaus, aber das lassen wir jetzt einmal auf sich beruhen. Jedenfalls ist die so gedachte Seele ohne Leib, leiblos und mithin auch weltlos. Und darin sieht das Christentum ein Problem, auch dann, wenn es den Seelengedanken rezipiert. Deshalb muss der Gesangbuchvers weitergehen. Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen. Der Leib in seinem Schlafkämmerlein, der muss bis zum jüngsten Tage ruhen, um dann aufzuerstehen. Und was soll das heißen? Sich erneut mit seiner Seele zu verbinden, sodass der Leib beseelt und die Seele verleiblicht ist. Jetzt schließen sich die beiden wieder zusammen und darauf zielt die ganze Vorstellung ab. Jetzt entsteht aber das Problem eines Zwischenraums, eines Interims, einer Zwischenzeit. Und in diese Zwischenzeit haben sie alle möglichen Vorstellungen eingelagert und die wichtigste von der Tradition her ist die Vorstellung des Purgatoriums. Die Vorstellung des Purgatoriums, wie es vor allem in der katholischen Tradition gepflegt wird, aber schon sozusagen in vorreformatorischen Zeiten gepflegt wurde, stellt sie das genau so vor. Die Seele, also das, was unserem Leben seine Identität gibt, das wird im Augenblick des Todes, unter der Voraussetzung, dass es sich nicht um einen Höllenkandidaten handelt, zur Seligkeit geführt. Aber jetzt ist nur die Seele beseligt und rein als solche unabhängig vom Leib und der leibhaften Geschichte des Individuums. Und jetzt geht im Purgatorium die Seele dem Leib entgegen, mit dem sie sich am Ende der Menschheitsgeschichte wieder vereinigen soll. Und dieser Prozess der Wiederaneignung des Leibes wird vorstellig gemacht als eine Wiederaneignung der eigenen Lebensgeschichte. Die beseligte Seele schaut im Lichte der Ewigkeit, dass sie schon schaut, ihr eigenes leibhaftes, geschichtliches Leben an. Und jetzt geht ihr auf, was es mit dieser Geschichte recht eigentlich auf sich hatte. Im Guten wie im Bösen. Im Purgatorium sitzen immer nur die, die schon zum Heil bestimmt sind. Ja? Die anderen, wenn es denn dort irgendwie, lassen wir mal den Höllengedanken, über den haben wir ja beim letzten Mal gesprochen. Aber das ist, gerade an die evangelische Adresse zu sagen, im Purgatorium sitzen nur die bereits Beseligten. Und jetzt geht es um den Prozess der Aneignung der leibhaften Lebensgeschichte. Und wenn ich mir meine eigene Lebensgeschichte im Lichte des beseligenden Gottes anschau, dann kommt es zu diesem feurigen oder
Kälte vorgestellt oder wie ja immer vorgestellt, Reinigungsprozess. Und eine ähnliche Vorstellung ist auch in universalgeschichtlicher Perspektive ausgeprägt. Unter endzeitlichen Bedingungen wird die Menschheitsgeschichte als eben jener Verlaufsprozess vorstellig, der einer Reinigung bedarf. Eine Reinigung, die entweder ein verzehrendes Feuer ist oder ein Feuer, das läutet und sozusagen die letzten Schlacken entfernt, damit am Ende aus der Geschichte reines Gold hervorgehe und in das himmlische Reich eingehe. So ungefähr könnte man analog den individuellen Prozess purgatorischer Reinigung auf die Wahrnehmung, die erinnernde Wahrnehmung bezüglich der ganzen Weltgeschichte in Anschlag bringen. Was ausgeschlossen wird, ist, dass die Weltgeschichte eine ewige Wiederholung findet. Insofern wird mit dem Ende nicht nur des einzelnen individuellen Menschenlebens gerechnet, sondern auch mit dem Ende der Weltgeschichte. Nun müssen wir jetzt wieder analog zu den Überlegungen vom letzten Mal fragen, wie hat man sich dieses Ende eigentlich zu denken? Eine Antwort war als nichts. Sie haben es Nirvana genannt, die vornehme Weise des Nichts. Was wäre das für ein Nichts? Ein Nichts, das alles indifferenziert, sodass keine Unterschiede mehr bewahrt bleiben, dann wäre es abzulehnen. Wenn das Nichts aber nichts anderes bedeutet, als dass es keine Fortsetzung und keine Wiederholung findet, dann würde es akzeptiert. Bleiben wir noch im Augenblick bei dieser Diskussion, die wir beim letzten Mal geführt haben, Nirvana. In der jüdisch-christlichen Tradition kann der Gedanke des Nichts so weit integriert werden, dass man sagt, es hat ein tatsächliches Ende und es geht nicht weiter wie bisher, es folgt keine Fortsetzung. Von daher ein Neues, über das hinaus Neueres nicht gedacht werden kann. Tatsächlich ein definitiver Abschluss. Insofern hat die Antwort auf die Frage, was kommt nach dem individuellen Tod, was kommt nach dem universalen Ende der Welt? Nichts, seine Richtigkeit. So wie Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat, so ist es nichts ein Indiz dafür, dass die Welt an Gott ihr Ende findet. Dass sie mithin nicht unendlich ist wie Gott, sondern eine gottunterschiedene Größe. Wenn es aber bedeuten würde, dass dieses Nichts den bisherigen Verlauf der Welt und ihrer Geschichte nihiliert, dann wäre diese Vorstellung abzulehnen. Denn dann würde der ganze Verlauf der Weltgeschichte als im Grunde sinnlos erachtet werden müssen. Und das Ende soll ja zugleich den Sinn des Ganzen gewährleisten. Am Ende wird offenbar werden, was der verborgene, vielfach verborgen gebliebene Sinn des Ganzen ist. Und das ist sozusagen das Erscheinen Gottes, das am Ende stattfindet. Bringt dieses Ende Indifferenz? Nein. Sondern Differenz bleibt erhalten. Und damit die Grundstruktur dessen, was man Schöpfung nennt. Da will ich jetzt noch ein bisschen unter diesem vierten Aspekt zu differenzieren versuchen, indem ich nicht nur allgemein und abstrakt von der Interndifferenzierung der Schöpfung spreche, sondern diesen Differenzen des Geschaffenen und Kreatürlichen eine konkrete Gestalt zudenke. Die Tiere, die Pflanzen, das Anorganische. Jetzt fangen wir aber doch ein bisschen abstrakt an.
Wir nennen das Weltall den Raum. Raum ist noch nichts Bestimmtes, sondern Raum ist nur die Sphäre des Möglichen. Raum, auf einen abstrakten Begriff gebracht, ist der Unterschied von einem zum anderen, und zwar in der äußerlichsten Form, in dem man sich diesen Unterschied überhaupt denken kann. Raum heißt Differenzmöglichkeit. Zeit wäre dann die nächste Form abstrakter Weltbetrachtung. Zeit im abstraktesten Sinne ist das Anderswerden des einen, das im Anderswerden nicht aufhört, ein und dasselbe zu sein. Insofern ist der Weltraum raumzeitlich bestimmt. Jetzt müssen Sie die Materie hinzunehmen. Jetzt müssen Sie weitere Differenzierungsformen dazunehmen, um über die Physik zur Chemie und über die Chemie dann zur Biologie zu gelangen. Die Pflanzen wären sozusagen die Entitäten, diese Seinsgrößen, die die Überleitung von anorganischen zu organischen Wesen leistet. Was ist das Eigentümliche des Tiers? Das Eigentümliche des Tiers ist, dass eine Innen-Außendifferenz inne ist, dass er fühlendes Wesen ist. Und ich hätte keine Probleme mit Aristoteles übrigens und weiten Teilen der christlichen Tradition, die Tiere als beseelte Wesen zu betrachten. Die tierische Seele ist eine besondere Seele, aber sie ist uns in bestimmter Weise verwandt. Und wenn wir mit einer Bewahrung unseres leibhaften Lebens in der Ewigkeit Gottes rechnen, dann ist durch unseren Leib als das Medium des Weltbezugs eigentlich schon die Notwendigkeit mitgegeben, dass man auch dem nicht-tierischen Leben, dem nicht-menschlichen Leben, der extrahumanen Kreatur, eine eschatologische Hoffnung nicht streitig machen darf. Ich hätte also keine Probleme, die Kinderfrage, ob, was weiß ich, der Hase oder der auch in den Himmel kommt, mit Ja zu beantworten. Aber mit folgender Differenzierung: als diese Kreatur, die in ihrer Eigentümlichkeit nicht dem Menschen gleichzusetzen ist, aber in ihrer Eigentümlichkeit einen Ewigkeitswert hat. Und in dieser abgestuften Form würde das für alles in Geltung setzen, was ist. So müsste nach meinem Dafürhalten der Vorstellung eines Weltuntergangs im strengen Sinne der Annihilatio Mundi, der Nihilierung der Welt, der Abschied gegeben werden. Die Kinder Gottes wollen nicht allein in den Himmel heiß. Darüber, glaube ich, wenn wir uns relativ schnell verständigen können, dass der Himmel nur dann der Himmel ist, wenn er mehrere Exemplare von Seligen aufweist. Also, der Mitmensch ist ein Mitkandidat für die Verewigung in Gott. Das hieße, dass durch unsere leibhafte Verfassung der Bezug zu anderem auch in eschatologischer Hinsicht immer schon elementar mitgesetzt ist. Andere werden in ihrem Anderssein anzuerkennen sein, und zwar in definitiver Hinsicht. Der andere hat als andere einen Ewigkeitswert. Der Mitmensch wird genauso wenig nihiliert werden und zunichte werden, wie mein eigenes Leben. Insofern muss man den Himmel vorstellungsmäßig bevölkern. Werde ich dann meine Lieben wiedersehen, ist Karl Barth gefragt worden. Und er beantwortete die Frage mit Ja, aber die anderen auch.
Das heißt, das Auswahlkriterium ist nicht Ihr persönliches Belieben, sondern zunächst das Faktum der Mitmenschlichkeit. Durch unseren Leib sind wir konstitutiv auf anderes bezogen. Das nächste andere, auf das wir bezogen sind, sind die Mitmenschen. Aber im Bezug zu den Mitmenschen ist der Bezug zur übrigen Kreatur schon mitgesetzt. Von daher denke ich, sollte das Christentum, obwohl es an der Stelle immer eher eine Leerstelle aufzuweisen hatte, auch über das endzeitliche Geschick der Tiere und in abgestufter Weise der Pflanzen, ja im Hinblick auf alle Kreatur nachdenken. Jedenfalls unter der Überschrift einer Auferstehung des Leibes, die ganze leibhafte Lebenswelt des Menschen als eschatologiefähig mitbedenken. Dann wäre meines Erachtens die Apokalypse nicht primär mit Vorstellungen des desaströsen Untergangs zu verbinden. Dann wären in erster Linie nicht Feuersbrünste, Überschwemmungen oder Pandemien oder sonstige weltgeschichtliche Desaster diejenigen Vorstellungsweisen, die sich einzustellen hätten, wenn assoziativ über den Zusammenhang dessen nachzudenken ist, was eschatologisch endzeitlich zu erwarten steht. Dann würde ich schon sagen, wäre die klassische Vorstellung des Paradieses zu bevorzugen, nämlich ein domestizierter Garten, in dem zwar die Chaosdrachen und diejenigen Viecher, die nur auf Unheil und Fressen und was weiß ich, Zerreißen und Kämpfen ausgerichtet sind, ausgeschlossen sind. Nicht aber die Tierwelt insgesamt, wie ja die ganze Weisheitsliteratur, die der eschatologischen Literatur in der Bibel übrigens ganz nahe steht. Vorstellungen wie die, dass der Bock beim Lamme liegt oder was weiß ich, der Löwe und der Knabe am Loche, der Otter spielt, das sind alles Vorstellungen, die über die Weisheit auch in den eschatologischen Zusammenhang eingegangen sind und ich denke unter christlichen Bedingungen revitalisiert werden sollten. Man darf also, um es kurz zu machen und zum Schluss zu kommen, die Apokalypse nicht den Apokalyptikern der neuzeitlichen Filmindustrie überlassen, sondern etwa Paul Gerhardt zur neuen Geltung bringen. Ach, denke ich, bist du hier so schön und so weiter und so fort. Wie wird es erst im himmlischen Garten werden? Ich will jetzt den Garten nicht zur Zentralvorstellung des Kommenden werden lassen. Ich habe nur deshalb so stark gemacht, um auch der extrahumanen Kreatur in endzeitlich eschatologischer Hinsicht Gebühren Respekt zu zollen. Jetzt mache ich einen Punkt. Heute habe ich es etwas kürzer gemacht. Heute war ich ja nicht sonderlich konzentriert. Ich bitte um Nachsicht. Vielleicht kann ich durch Ihre Anfragen nur zu besseren Ausführungen angeregt werden. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Kürze ist kein Schaden. Da haben wir mehr Zeit zu diskutieren und unkonzentriert fand ich es auch nicht. Na gut. Nee. Ich würde gern, bevor ich öffne für die anderen, noch eine Nachfrage stellen. Sie haben jetzt eigentlich die Apokalypse ohne einen großen Bruch erzählt. Mhm. Während auch bei Daniel, bei den ganzen biblischen Texten, verschwindet ja erstmal eine verrottete Welt, ja? Mhm. Also bei Daniel ist es zum Beispiel so, es gibt Weltreiche, die haben ganz verschiedene Gestalt, aber eher sind es wilde Tiere. Mhm. Und am Schluss, nach dieser Zerstörung dieser wilden Reiche, kommt einer, der sieht aus wie ein Mensch, es ist nur ein Bild, und dem wird dann die Macht übergeben, also quasi der humanen Herrschaft, mhm, nicht der gewalttätigen, zerstörerischen Herrschaft.
Und auch in der Apokalypse des Johannes, da gibt es ja erstmal ganz viel Auslöschung. Sie haben es jetzt fast wie den Übergang von der Welt ins Reich Gottes beschrieben, aber diese apokalyptischen Texte haben doch ein enormes Potenzial, zu sagen, das, was kaputt macht, kaputt zu machen. Oder wie würden Sie es sagen? Ja, aber es ist kein Desaster um des Desasters willen. Nein, das nicht. Es ist kein Kaputtmachen um des Kaputtmachens willen. Ja. Und es ist auch kein Untergang, weil eben die Welt sozusagen als Welt zum Untergang bestimmt sei, sondern dieses ganze Untergangsszenario und all die Desaster, die ja dann tatsächlich da bis zum Exzess ausgemalt werden, haben doch zumindest hintergründig ein klares Kriterium, und das ist das Kriterium der Gerechtigkeit Gottes. Ja. Ne? Und insofern ist das Primärdesaster, wenn man so nennen will, das Gericht. Ja. Das, was ungleich mehr zu fürchten ist, als alle Erdbeben, als alle Wasserkatastrophen, auch als alle Pandemien, ist das Gericht über das Böse. Und das Böse hat seinen Sitz im Leben primär im Menschen und nicht primär in der extrahumanen Kreatur. In der extrahumanen Kreatur gibt es Übel und gibt es viele Übel, aber die Summe aller Übel in der extrahumanen Kreatur wiegen bei Weitem nicht so schwer wie die Verkehrtheit und die Bosheit des Menschen, dessen üble Folgen auch massiver sind als alle Übel der Natur zusammen. Das ist jedenfalls der Trend in der jüdisch-christlichen Tradition. Was ich besonders schön fand an dem Vortrag, weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, ist diese begriffliche Fassung des Purgatoriums gewesen, zu sagen, man sieht quasi nochmal das ganze Leben, das geschichtliche, persönliche, leibhafte Leben im Rückblick, und es fühlt sich an wie Feuer oder wie Eis. Und das ist ja dann oft ausgemalt worden in der bildenden Kunst oder so. Aber als Gedanke gefasst finde ich das eigentlich was sehr Schönes. Eine rückschauende Erinnerung, die einen bewusst werden lässt, was man eigentlich angerichtet hat. Genau, es ziert ja, denke ich, den Emeritus für Fundamentaltheologie und Ökumene, dass er als evangelischer Theologe jetzt ein katholisches Lehrstück so zu rekonstruieren versucht. Weil das ja unter evangelischen Bedingungen dann vorkommt, nämlich unter der Voraussetzung des Gerichts nach den Werken. Ne? Warum haben die Evangelischen das umgedreht? Bei den Katholiken ist sozusagen das Endgericht nach dem vollzogenen Purgatorium. Es ist aber, sagen die, in der Scholastik ist es bis in jedes Detail durchdacht worden. Es ist kein zweites Gericht, denn das erste hat ja schon stattgefunden, nämlich im Augenblick des Todes. Es ratifiziert nur das Gericht, aber es ratifiziert unter der vollzogenen Vereinigung der Seele mit seinem Leib. Und da haben sie das jetzt nochmal schön umschrieben. Es ist tatsächlich, die Vorstellung ist so, im Lichte der Seligkeit, wenn ich unselig wäre, könnte ich das gar nicht sehen. Dann käme ich sozusagen zu dieser purgatorischen Wehmut, käme ich gar nicht. Das ist ein heilsames Leid. Darum haben die alten Scholastiker das Höllenfeuer immer ganz charakteristisch vom purgatorischen Feuer unterschieden. Das ist ein ganz anderes Feuer. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Warum man es dann nur Feuer nennt, kann man natürlich fragen. Aber es ist nicht die Hölle, sondern es ist das Gegenteil. Es ist die beseligte Wahrnehmung des eigenen Lebens, freilich auch der Untiefen. Ja, nicht nur der Untiefen, sondern der Tatsünden. Traditionell zu reden, des eigenen Lebens, dass man sozusagen sub specie aeternitatis diesen Schmerz bereitet. Jetzt würde ich gerne Sie fragen, ob Sie dem so folgen können und mögen oder ob Sie einfach nochmal fragen möchten, weil das sind ja jetzt nicht so ganz gewöhnliche Gedanken, die man ständig im Gottesdienst oder sonst wo hört, sondern es ist schon ein Weitertreiben nochmal der volkskirchlichen Vorstellungen, würde ich jetzt mal sagen. Möchten Sie was nachfragen oder verdeutlichen? Ich komme zu Ihnen und wenn Sie sprechen, setzen Sie bitte die Maske auf. Unmöglich, nicht zu lange sprechen. Ja. Also ich möchte mal sagen, wie es mir gerade mit dem Ganzen, was ich gehört habe, geht. Was ich
annehmen, ist, dass der Mensch irgendeine Erklärung für seine Existenz oder was auch immer haben will. Was er sich da ausdenkt an verschiedenen Religionen, ist völlig wurscht. Und man darf daran nicht mit der kritischen Intellekt hingehen, sondern ist alles lächerlich. Das heißt, Religion hat eine kuriose, lächerliche Seite, aber so darf man sie nicht betrachten, sonst hat man das Bedürfnis nach Sinn nicht mehr erfüllt. Das sind meine Eindrücke, die ich gerade habe. Naja, worauf wollt ihr jetzt raus? In dem Vortrag, aber in den vorhergehenden. Es gibt ja erfülle eschatologische Vorstellungen. Und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wenn Sie das Fantasieprodukte nennen, habe ich nichts dagegen. Weil es könnte ja sein, dass eine produktive Einbildung nochmal was anderes ist als eine bloße Fiktion. Es könnte ja sein, dass Fantasien konstitutiv zum Menschenleben hinzugehören. Mehr will ich jetzt zunächst mal gar nicht sagen. Und der zweite wäre dies, dass diese Vorstellungen bestimmten Regeln folgen. Wie? Es war nur draußen. Also war draußen. Dass man sozusagen eine Art Grammatik ihres Zustandekommens rekonstruieren kann. Dass man deshalb vielleicht auch all das vermeintlich Abstruse mit einem Sinngehalt zu versehen vermag. Wir sind doch auf die eine oder andere Weise alle von der Gewissheit, ich will nicht sagen getragen, aber doch von der Gewissheit imprägniert, die uns das alltägliche Leben überhaupt ermöglicht, dass das Ganze irgendeinen, wie auch immer, gearteten Sinn hat. Dass das Leben jedenfalls dann nicht recht geliebt ist, wenn es unter der Voraussetzung geliebt wird, dass im Grunde doch alles nichts und nichtig sei. Ja? Von daher ist die Erwartung eines dem Tod in irgendeiner Weise jenseitigen oder der Weltgeschichte in irgendeiner Weise jenseitigen zum Menschsein des Menschen gehörig zu erachten. Und darum ist die Religion also was wie anthropologisches Universale, etwas, was zum Menschsein des Menschen gehört. Damit ist noch längst nichts über die Wahrheit dieser Vorstellungen gesagt, aber doch etwas über ihre Unvermeidbarkeit. Und deshalb würde ich zunächst mal sagen, ist es gut, wenn Religion und religiöse Vorstellungen explizit als solche wahrgenommen werden, denn die vermeintliche Verabschiedung des Religiösen beseitigt ja das Problem nicht, sondern wenn die Religion durch die Vordertür verabschiedet ist, dann kommt es durch die Hintertür wieder als Pseudoreligion und als Ideologie zum Vorschein. Weil der Mensch offenbar ein Bedürfnis hat, seinem begrenzten, endlichen und endenden Leben einen Sinn zuzudenken. Und dann können Sie sagen, ja gut, das denkt er dem zu. Das ist dessen Einbildung. Das produziert er selbst, das ist eine Fiktion. Dann müsste man sagen, ja kann er denn anders? Und mag es nicht am Ende doch so sein, dass dem ausgedachten Sinn ein tatsächlicher Sinn zukommt? Könnte es nicht sein, dass das Ganze wirklich einen Sinn hat? In irgendeiner Weise leben wir ja davon, dass wir dies annehmen. Natürlich wird die Annahme immer wieder auf die Probe gestellt, vielleicht bis dorthin,
dass man an dieser Annahme verzweifelt und nicht nur zweifelt, sondern verzweifelt. Ja, aber das ist ein Thema, das der Religion ja gar nicht fern ist. Nur, es ist unvermeidbar. Und wenn es unvermeidbar ist, dann ist das Geschäft, glaube ich, nicht einfach sinnlos, jetzt zu fragen, was spiegelt sich in den jeweiligen Vorstellungen wider? Kann ich die Intentionen, die zu der oder jener Vorstellung führen, nochmal rekonstruieren? Nicht einfach abservieren, aber kritisch konstruktiv mir aneignen. Nochmal, ich will die Reinkarnationsvorstellung nicht irgendwie dogmatisch niedermachen und mit irgendwelchen Heterodoxie-Irrglauben-Vorwürfen überziehen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Man kann ja sehr gut verstehen, warum der Mensch auf solche Vorstellungen kommt, weil er, wenn es zum Ende geht, nicht am Ende ist. Und wenn er dann tatsächlich am Ende ist, dann nur, weil er seinen Körper fertig macht. Aber ansonsten kann man ja nicht sagen, dass jeder Mensch, der stirbt, deshalb schon an sein definitives Ende gelangt ist. Er erleidet dieses Ende. Aber er kann es nicht ohne weiteres aktiv aneignen. Von daher ist der Wunsch nach Wiedergeburt, nach einer neuen Leibannahme, nach einer neuen Inkorporation, Reinkarnation, nichts mehr als menschlich verständlich. Man muss nur fragen, was in dieser Vorstellung das Problem darstellt. Und das Problem steht die Tatsache da, dass man den Eindruck erweckt, unser Leib und mit ihm die individuelle Lebensgeschichte, ja, die Unteilbarkeit unseres Individuums selbst würde zur Disposition gestellt. Wenn ihr Identität keinen Schaden daran nimmt, dass sie sich in eine andere Einkleidung körperlicher Art begeben, dann hat es Rückwirkungen auf die Vorstellung von ihrer Identität. Dann wäre nicht mehr die Möglichkeit gegeben, ihr individuelles Leben als einmalig, unwiederholbar, singulär und damit auch ihr individuelles Leben mit einem Unendlichkeitswert zu assoziieren. Und darauf legt das Christentum Wert und das Judentum übrigens auch schon, dass das individuelle Leben und in einer abgeleiteten Form die ganze Weltgeschichte einmalig ist, unwiederholbar, auch irreversibel. Das macht die ganze Sache im Grunde viel dramatischer, weil man ja sagen kann, naja gut, wenn es jetzt nicht klappt, dann wiederhole ich es halt. Und wenn ich es jetzt vergeigt habe, dann wiederhole ich es halt. Aber wenn die Wiederholung nicht mehr der Fall sein kann, dann ist die Sache eine Schwierigkeit. Lass uns es nochmal etwas salopper sagen. Wir können ja gerade im Hinblick auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf Liebesbeziehungen zumal sagen, es ist noch gar nicht die Art der Idee, in ein Exemplar ihre ganze Fülle auszuschütten. Ne? Halten wir uns lieber an die Gattung als an das Individuum. Halten wir uns lieber an die beständige Wiederholung als an den einmaligen Fall. Dann entgeht ihnen natürlich das, was ja nach traditioneller Vorstellung die Liebe eigentlich ausmacht. Nämlich die Unaustauschbarkeit, die unverwechselbare Einmaligkeit, die freilich dann auch den Verlust ins Maßlose steigert. Erleben ist dahin, das nicht mehr wiederzubringen ist. Darum steigert das Christentum den Verlust. Aber gewinnt dafür einen zugespitzten Begriff dessen, was Individualität bedeutet. Vielen Dank für die Antwort. Hat mir sehr eingeleuchtet. Danke. So, das habe ich jetzt gut gemacht. Ne? War nur eine kleine Schaueinlage. Ja. Ich weiß nicht, ob ich alles in der Reihe mitbekommen habe.
Wenn ich die Vorstellung habe, wie Sie gesagt haben, dass im Purgatorium eigentlich diejenigen sind, die auch in den Himmel kommen, oder, wenn wir es jetzt bildlich sagen. Und die vorher, die quasi die Verdammten, ja schon auf irgendeiner anderen Schiene sind. Die haben ja dann gar keine Chance mehr, wenn man so will. Dann sehe ich aber nicht, dass hinter dem Purgatorium es noch notwendig ist, ein Gericht zu haben. Nein, dann muss das Gericht vorher sein. Das stimmt. So ist die Vorstellung. Also das Gericht ist vorher, ehe ich ins Purgatorium komme. Genau, nach katholischer Vorstellung. Oder nach der Vorstellung dieser Purgatoriumsidee. Da findet sozusagen das Gericht im Augenblick des Todes statt und lautet im Fall derer, die im Fegefeuer sitzen, beseligt. Du kommst in den Himmel, auf Deutsch gesagt. Und das Purgatorium ist so vorgestellt, der Prozess des In-Himmel-Kommens. Das sind in gewisser Weise schon drin, das Gerichtsurteil ist schon gesprochen, es bedarf sozusagen nur noch der Vereinigung mit ihrem Leib und der Wahrnehmung ihrer leibhaften Lebensgeschichte und dieser Reinigung, die mit diesem Wahrnehmungsprozess verbunden ist, um dann sozusagen definitiv des Himmels teilhaftig zu werden. So ist die Vorstellung. Was mich jetzt daran interessiert, ich will jetzt ja nicht Sie zu Fegfeuerspezialisten oder ich will das nicht revitalisieren, ich sage nur, die Logik dieser Vorstellung ist rekonstruierbar. Man kann nicht einfach sagen, das ist ein Schwachsinn, das irgendein paar Trottel ausgedacht haben, sondern es liegt in der internen Logik dieses Vorstellungskomplexes, auf solche Gedanken zu kommen. Luther selbst hat sie am Anfang gar nicht so kritisch geäußert, hat dann aber zu einer Vorstellung gegriffen, die auch nicht übel ist, nämlich die des Seelenschlafs. Das Problem ist ja dies, wie überbrückt man die Zeit zwischen dem individuellen Ende und dem Ende des Ganzen. Lassen wir mal den Ende-Begriff einfach so stehen. Sie können sagen, das brauche ich überhaupt nicht überbrücken. Dann lösen Sie aber das individuelle Leben aus den humanen Lebenszusammenhängen, überhaupt aus dem umgreifenden menschheitsgeschichtlichen Zusammenhang raus. Und das war immer der Beweggrund, da einen Unterschied zu machen. Sie könnten ja sagen, lassen wir doch alles gleich im Augenblick des Todes stattfinden. Oder schon vorher wie bei Calvin. Bitte, oder? Oder schon vorher. Nein, das wie ist bei eine fatale Lösung. ich lasse jetzt einmal den Calvin sein und die Frage offen, ob er das wirklich gelehrt hat. Hätte er es gelehrt, dann ist es zum katholisch werden, sage ich jetzt mal. Das ist eine Irrlehre und die ist in der Leuenberger Konkordie übrigens auch als erledigt. Da haben sich die Evangelischen unter sich darauf verständigt, dass diese Lehre von der doppelten Prädestination, auf die sie jetzt angespielt haben, abzulehnen sei. Aber man muss dies nicht lehren. Man könnte zum Beispiel mit Luther sagen, die Seele schläft. Das ist aber für die Hinterbliebenen auch eine etwas komische Vorstellung. Wo sind denn jetzt die Verstorbenen? Da ist doch immer nur die beste Antwort, bei Gott. Schön, aber was ist da? Haben sie da ein Bewusstsein ihrer selbst? Nö, müsste man dann als Lutheraner sagen, die schlafen. Was aber der Sinn dieser Vorstellung war, war der, die Zeit zu überbrücken. Ja, weil wenn sie schlafen, so hoppla, jetzt bin ich doch gerade jetzt ins Bett gegangen, jetzt sind schon 8 Stunden oder in ihrem Fall 10, jetzt sind schon so viele Stunden vorüber, ich habe es gar nicht gemerkt. Ja, in der Tat merkst du es nicht und bei Gott sind sowieso 1000 Jahre wie ein Tag und umgekehrt. Von daher geraten da die Zeitdimensionen sowieso ein bisschen ins Schleudern. Aber für die humane Vorstellungswelt kann diese Differenz zwischen individuellem Schicksal und Menschheitsgeschick nicht einfach irrelevant sein. Und darum verfällt man auf solche Vorstellungen. Ob man die jetzt sozusagen alle stimmig
ins Verhältnis zueinander setzen kann. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber man kann verstehen, warum Menschen auf solche Vorstellungen kommen. Und es ist keine Lösung zu sagen, ach, lass mir diese Vorstellungen überhaupt. Die sind ja da, auf die eine oder andere Weise. Und ich glaube, man sollte sie kultivieren, um nicht Vorstellungen, gerade in eschatologischer Hinsicht, das Feld zu überlassen, die nun wirklich inhuman und sinnzersetzend sind. Zum Beispiel ist der ganze Okkultismus aus dem Christentum verbannt worden. Und es ist gut so. Alles Okkultistische hat im Christentum nichts verloren. Übrigens auch nicht im Judentum. Obwohl da ein paar Hexen auftauchen und sonst was. Hexen der besonderen Art. Saul, jetzt komme ich ins Gequatsche. Also der Rückkehr der Toten, meinen Sie, ja? Also die nächste Frage. Ja, also hier wäre auch eine im Internet noch. Ja, gern. Genau. Herr Popp, ich glaube, der hat letztes Mal schon mit diskutiert. Das war eine gute Frage beim letzten Mal. Ja, aber die ist jetzt in drei Teilen und länger. Das macht nichts. Er sagt, nach jüdisch-christlichem Verständnis provoziert die biblische Vorstellung der endzeitlichen Apokalypse einen konkreten, fortlaufenden Vorab-Neuanfang im Leben der Hoffenden. Ja. Nochmal, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Dass die Apokalypse eine rückwirkende Wirkung hat auf Hoffnung der noch Lebenden. Und dass dadurch eine gewisse Revolution unseres Lebens in Gang kommen könnte. Dann greife ich den Begriff der Hoffnung auf. Ja. Das ist in der Tat Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei, nun mag man die Liebe die größte unter ihnen nennen, immerhin als der Apostel getan, aber das tut der Hoffnung keinen Abbruch. Der Mensch kommt nicht umhin, auf etwas aus zu sein. Und ich denke, es muss der Religion ein Anliegen sein, die Hoffnung mit bestimmten Hoffnungsvorstellungen zu verbinden. Und diesen Komplex nicht einfach als eine Leerstelle offen zu lassen, wo man nichts drüber sagen kann, sondern an dem Punkt auch offensiv zu argumentieren. Wer auf die Frage, was denn danach, was immer das danach bedeuten mag, kommt, mit nichts antwortet, der hat auch eine eschatologische Aussage gemacht. Und man muss ihn bei dieser Aussage behaften. Und man muss fragen, was hast du eigentlich gesagt, wenn du dies sagst? Hast du nur gesagt, dass es zu einem Ende kommt? Dann hast du was Richtiges gesagt. Hast du aber damit gesagt, dass dieses Nichts sozusagen eine rückwirkende Kraft hat, die mir jetzt schon jede Hoffnung nimmt, weil es im Grunde darauf hinausläuft, dass es von Anfang an nichts gewesen sei, dass es auch um nichts ging, dann ist es eine Vorstellung, die abwegig ist und die man mit Recht als in sich verkehrt und irrig benennen kann. Und auch gegen das Wesen des Menschen gerichtet, für den die Hoffnung eben ein konstitutiver Wesensfaktor ist. Der zweite Teil von seiner Frage. Naja, das habe ich jetzt zusammengefasst. Dass es dadurch eigentlich zu Revolutionen auch im kirchlichen Bereich und sowas kommen muss, wenn man diese Umwälzung am Ende sich vorstellt. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist so was. Ja, was gewählt. Und in den hintersten Reihen hat sich auch noch jemand gemeldet. Ja, aus dem Judentum bin ich mal auf den Begriff der Tikkun Olam, der Reparatur der Welt gestoßen. Mhm. Also, dass am Ende, das deckt sich eigentlich mit dem, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Aber es kam dazu, dass ja, es auch unsere Aufgabe als Juden, Christen, Moslems ist, auch in unserem Leben dafür zu sorgen, dass die Welt wieder repariert wird, zumindest teilweise. Ja. Vielleicht war das auch die da Frage. Da kann ich nur Ja dazu sagen.
Ja, also auf mich hat der Vortrag insgesamt so gewirkt, man könnte ihn überschreiben mit dem Titel Alles ist gut oder Alles wird gut. Mhm. Und ich finde das ja eine schöne Gegenthese zu dem, was man in allen möglichen apokalyptischen Büchern oder Filmen heutzutage liest. Also das ist sehr schön. Was ich mich allerdings gefragt habe, wenn diejenigen, die im Purgatorium sind, also die Gerechten sind, und wenn das Purgatorium seinen Sinn darin hat, dass man im Licht Gottes sein eigenes Leben betrachtet und seine eigenen Irrtümer erfährt, vielleicht auch das, was man richtig gemacht hat, dann ist doch die Frage, warum ist es eigentlich, warum gibt es dann diese scharfe Trennung zwischen denen, ja, die im Purgatorium sind, und den anderen, die dann vielleicht irgendwo in den Höllenrachen kommen. Also wenn das der Sinn des Purgatoriums ist, dann könnte man doch wirklich auch sagen, diejenigen, die da noch nicht drinnen sind, die haben es ja auch verdient, dass im Licht Gottes ihr Leben betrachten und vielleicht dann merken, dass doch mehr Irrtümer waren als die anderen. Ja, ja, genau. Das Schöne an der Beschäftigung mit der Geschichte, der Theologie und der Philosophie ist, dass man sagen kann, Argumente, die wirklich einen argumentativen Gehalt haben, sind immer schon vorgekommen. So auch ihres. Ich will jetzt ein prominentes Beispiel geben, Lessing. Lessing hat seine Zeitgenossen mal mit der These erschüttert, dass er ein Vertreter des Purgatoriums sei. Was? Der Aufklärer Lessing vertritt die Fegfeuerlehre. Er hat dann freilich hinzugefügt, nur im esoterischen Sinne. Und was hat er damit gemeint? Er meinte, den Gedanken ewiger Höllenstrafen ablehnen zu sollen, unter Verweis auf eine permanente auf ein permanentes Besserungsgeschehen. Wie lang dieses Besserungsgeschehen dann sich hinzuziehen hat, wie lang die Erziehung des Menschengeschlechts unter eschatologischen Bedingungen stattzufinden hat, das hat er offen gelassen. Aber die Pointe seiner Argumentation war, übersetzt doch den Höllengedanken in den Purgatoriumsgedanken. Ja? Und genau das haben sie jetzt vorgeschlagen. Warum hat sie die Kirche dazu nicht durchgerungen? Und zwar weder die katholische, noch die evangelische, noch die orthodoxe. Sie haben ja nie gesagt, eine bestimmte Anzahl von Menschen sitzt da drin, in der Hölle. Sie haben ja dann nie darüber befunden, dass die Hölle überhaupt bevölkert werden muss. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Der Höllengedanke selbst ist aber deshalb nicht aufgegeben worden, um sozusagen die Definitivität der Gerechtigkeit des göttlichen Gerichts deutlich werden zu lassen. Ja? Es ist ein Grenzgedanke. Es ist ein Grenzgedanke, der diesen aufklärerischen Gedanken allerdings in bestimmte Schranken weist. Denn der Gedanke ist ja im Grunde von der Idee geleitet, dass die Differenz von Gut und Böse weggearbeitet werden kann. Und zwar in bestimmter Weise durch menschliches Tun und Erleiden. Und das ist abgestritten worden. Die Absolutionsvollmacht und damit die Vollmacht, den Ungerechten zu rechtfertigen, die hat allein Gott. Und nur unter der Voraussetzung der Absolutio Gottes ist ein purgatorischer Prozess überhaupt möglich. Das war sozusagen die kirchliche Position. Es geht um die Frage des rechten Verständnisses von Gerechtigkeit. Die Katholiken haben sich damit beholfen, dass sie zwischen Todsünden und Lässlichen unterschieden haben. Wir könnten sagen als Evangelische, das Peccatum Originale bedarf der Absolutio durch Gott. Auf Deutsch? Die Ursünde, die Grundsünde
nämlich das Streben des Menschen, sein zu wollen wie Gott. Das lässt sich nicht purgatorisch wegarbeiten. Aber es ist im Gegenteil die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass ich in der Bearbeitung meine Verkehrtheit Fortschritte machen kann. Also dem Fortschrittsdenken ist in sündentheologischer Hinsicht ein Grenzzaun eingezogen. Darüber kann man diskutieren. Ja? Nur man muss es tun. Und man muss verstehen, warum überhaupt Kontroversen entstanden sind. Die Debatten werden ja immer erst dann interessant, wenn Kontroversen entstehen. Positionen, die keine Kontroversen hervorrufen, sind eigentlich die eher uninteressanten. Der Dissens. Naja. Wir haben noch eine Frage aus dem Chat nochmal. Inwieweit sind denn in diesen verschiedenen eschatologischen Vorstellungen verschiedene Gottesbilder inhärent, ist die Frage. Und ja. Könnte das helfen, die Gottesbilder dahinter nochmal deutlich zu machen? Das ist, da korrespondiert immer eines dem anderen. Für den jüdischen Gedanken ist eben der Gerechtigkeitsgedanke der Grundlegende. Und insofern orientiert sich ja das Christentum in eschatologischer Hinsicht ja immer primär am Gerichtsgedanken. Wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. So bekennt der christliche Glaube. Man kann fragen, ist damit wirklich schon das Entscheidende gesagt? Und das würde ich verneinen. Denn das Christentumsspezifische ist ja die Erwartung dessen, der aus dem Gericht rettet. Aber eben nicht so, dass dadurch die Gerechtigkeit Schaden leidet. Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel, was ja vom Christentum auch nicht einfach fern ist, dass Gott die Liebe ist. Das ist nicht nur fern, sondern das ist der Inbegriff des johannäischen Gottesbegriffs. Freilich dürfte vom Liebesgedanken Gottes nicht so Gebrauch gemacht werden, dass die Gerechtigkeit Schaden leidet. Das ist, glaube ich, jetzt die größere Gefahr, als die, den Gerechtigkeitsgedanken zu stark zu machen. Liebe Gottes, die keine Rücksicht mehr auf die Gerechtigkeit nehmen würde, wäre belieben. Und wenn der Gnadengedanken nichts anderes ist als beliebiger Vorbehalt, dann wäre das auch zu kurz geschossen. Nur über diese ganzen Dinge müsste man reden. Es ist aber nicht so, dass man es mit, das machen ja sie nicht, aber dass man sozusagen mit dem Gestus der Selbstverständlichkeit vortragen könnte oder mit einem Gestus, wo von vornherein ausgemacht ist, dass die eine Vorstellung der anderen überlegen ist. Man müsste zunächst mal ihre Implikationen analysieren und fragen, was die eigentliche Intention ist, die sich in bestimmten Vorstellungen einen Ausdruck verschafft. Noch eine Frage? Die ist gerade zurückgenommen worden, vielleicht. Aber ich will es hören. Hat sich schon erledigt oder wurde es in dieser Antwort schon beantwortet? Dann habe ich noch ein Schlusswort. Und dann habe ich eins. Ja, dann machen Sie es. Ich muss ja den Dank sagen. Vielleicht hat Melanchthon mit seinem letzten Wort, das er angeblich gesagt hat, was Richtiges getroffen. Hast du noch eine Bitte? Antwort, ja. Welche? Fragt mich nichts mehr. Ja, vielen Dank. Ich fand, es war ein wunderbares gedankliches Vergnügen. Ich fand auch schön, dass Sie immer mal wieder Gedanken von den vorherigen Veranstaltungen mit aufgegriffen haben.
Und ich glaube, wo das Herz schlägt, das hat man mitbekommen, dass die Gerechtigkeit so ein hoher Wert ist in der jüdisch-christlichen Tradition und wie man sie mit der Liebe verbinden kann und dass diese ganzen Denkprozesse eigentlich durch diese beiden Dinge ganz stark vorangetrieben worden sind. Und diese unausweichliche Suche des Menschen nach Sinn seines eigenen Daseins, die auch nicht untergehbar ist. Sie haben einen schönen Mottosatz mal zu unseren theologischen Gedankenexperimenten gesagt, dass Religion der kultivierte Umgang mit Fragen ist, die weder einer theoretischen noch einer praktischen Lösung zuführbar sind. Das heißt, wir müssen diese Gedanken denken und in kultivierter Gedanklichkeit denken und werden sie doch nicht lösen können. Und in dieser Offenheit bleiben wir unterwegs und lebendig, glaube ich, also gedanklich lebendig. Mhm. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen sehr. Ich hoffe, Sie haben profitiert und geistigen und menschlichen Gewinn gezogen. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend und Sommerferien. Ich finde ganz schön, wir haben mit der Stadtakademie sehr früh in diesem Lockdown begonnen, Online-Veranstaltungen zu machen. Schon in den Osterferien, am 19. April war die erste Zoom-Konferenz. Und Sie haben mir jetzt gesagt, Sie freuen sich, dass wir wieder Live-Begegnungen möglich machen und dass wir da eigentlich auch wieder relativ früh dran sind, weil manche sagen, wir warten jetzt mal bis Herbst ab, ob es überhaupt wieder geht. Und wir haben heute unser Programm für den Herbst zum Druck freigegeben und wir sind echt ziemlich mutig. Der Grafiker hat gesagt, Sie haben echt viele Präsenzveranstaltungen drin. Und es stimmt, wir haben viel auf Präsenz gesetzt, aber wenn Sie das Vorwort lesen, und das müssen Sie diesmal tun, steht drin, es kann immer switchen. Ja? Es kann, wenn die Situation sich ändert, dann wird aus einer Präsenzveranstaltung vielleicht doch eine Videokonferenz. Und die Präsenzveranstaltungen werden vermehrt mit Livestream begleitet, wenn nur kleine Gruppen zugelassen werden können. Also Sie müssen wirklich jetzt auch da mehr Informationen sich holen und sich nicht nur aufs gedruckte Programm verlassen. Wir empfehlen, dass Sie den Newsletter abonnieren, weil da schreiben wir das dann immer aktuell rein, ob sich was verändert hat. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass Sie sich aufgemacht haben, hierher zu kommen. Und ich freue mich, dass unser Referent dreimal heute Abend, das dritte Mal da war, auch dass Sie zugestimmt haben dem Livestream. Es wird nicht gespeichert, es bleibt das lebendige gesprochene Wort. Keine Reserve, keine Konserve, meine ich. Ich danke euch beiden, dass ihr euch diese drei Abende im Juli Zeit genommen habt und auch so freundlich mit den Leuten im Chat immer auf dem Handy geantwortet hat. Das ist ganz großartig, dass die nicht einfach nur vorm Fernseher sitzen, sondern doch auch mitdiskutieren können. Und ich wünsche Ihnen jetzt einfach einen wunderbaren Sommer. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gestärkt im Herbst zurück. Und ich hoffe, wir bringen so viel Disziplin auf, dass wir nicht wieder in so starke Schließungsprozesse müssen. Hoffen wir. Ich danke Ihnen, es war eine wunderbare Serie. Danke.